So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe gerade den ganzen Bier-Adventskalender die Treppe hochgeschleppt, der wiegt wieder mal 300 Tonnen, also ungefähr so viel wie ich. Deswegen habe ich auch schon wieder Hunger und heute habe ich gedacht, wir haben schon so viele Samyang-Videos gemacht und ich sage euch immer wieder, dass die Samyang Bulldog Ramen Cheese meine Lieblingssorte ist von den Samyang-Nudeln. Und jetzt habe ich beim Einkaufen was gesehen, und zwar von Knorr Hüttenschmaus Käsespätzle und Knorr Hüttenschmaus Emmentaler Macaroni. Jetzt habe ich gedacht, das ist ja irgendwie Käse-Nudeln, das sind Käsespätzle und das ist Samyang Bulldog Cheese. Ich möchte jetzt zwei Teile machen, nämlich einmal Käsespätzle mit Samyang und dann noch ein anderes Video mit den Emmentaler Macaroni mit Samyang. Dafür werde ich trotzdem zwei Packungen Samyang Cheese machen und dazu diese Knorr Käsespätzle. Ich weiß zwar gar nicht, wie man die macht. Hier steht was 500 Milliliter irgendwas bla bla bla. Bei den Nudeln mache ich es in letzter Zeit sogar schon so. Ich nehme einfach einen Topf, packe da die Nudeln rein, mit dem Wasserkocher durch Wasser kochen, dann da drüber schütten und gefühlt nach 5 Minuten ist das Ding fertig. Dann gießt du das ab, mit dem Restwasser kannst du dir noch einen Tee machen, schmeckt dann auch nach Samyang, wunderbar. So wollen wir das haben. Wie ich die jetzt mache, weiß ich nicht, vielleicht so ähnlich. Schauen wir uns mal an. Auf jeden Fall heute der Samyang Bulldog Käse Spätzle Cheese Topf extra käsig. Genial. Ein weiteres Video in der Samyang Liga. So, wie ihr seht, Adi ist auch Samyang-Fan, der isst auch immer die Samyang-Nudeln. Ich mache jetzt einfach immer zwei Packungen, lege ich hier übereinander, stecke die in den Topf rein und dann kann man auch mal sagen, Adi, willst du auch ein Stück? Und dann kann man den hier einfach so ein Netz geben. Der haut dann meistens damit ab, frisst das. Und hier kommt jetzt gleich das gekochte Wasser drüber, weil so weiß ich genau, die zwei Dinger passen hier rein und die sind dann super einfach und schnell fertig. So, ihr seht schon, der Wasserkocher kocht sich seinen Rest zusammen. Das ist sehr gut. Das heißt, das ist jetzt hier kochend heiß und das geben wir einfach jetzt hier über die Samyang-Nudeln drüber. Ich habe da jetzt einfach 1 Liter Wasser genommen, dass das hier drin rumschwimmt. In dem Moment, wo ich es drauf gieße, werden die Nudeln schon weich. Das finde ich richtig genial. Und in dem zweiten Topf, den ich jetzt hier an der anderen Seite habe, packe ich jetzt einfach nochmal 500 Milliliter rein, weil hier steht ja 500 Milliliter kaltes Wasser in eine Pfanne geben, aufkochen, sonst was umrühren, 12 Minuten nochmal was anderes, drauf geschissen. Ich mache jetzt hier 500 Milliliter rein, tue den Beutelinhalt mit dem heißen Wasser hier verrühren, dann ist das nämlich fertig und das ist auch fertig und dann schmeißen wir uns alles da hinten auf den Teller drauf und gucken mal, wie das zusammen schmeckt. So, ihr habt es gehört, das Wasser hier ist jetzt auch fertig. Wir haben ja auch unseren Beutel mit den Käsespätzle. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir das machen. Ich gebe einfach erstmal das Wasser in den Topf, was jetzt brühend kochend heiß ist. Und hoffe, wenn wir jetzt das hier eingießen, wird das was. Ich habe keine Ahnung. Adi hat auch schon geguckt. Adi, das ist heiß. Da würde ich jetzt nicht hingehen. In dem anderen Topf haben wir unser Nudelnest, was auch schon richtig weich ist mit den Samyang-Nudeln. Das ist gleich fertig. Das hier nehmen wir jetzt mal und rühren es rum, dass das hier eine richtig schöne Plörre ergibt. Ungefähr so, so, so. Beziehungsweise ich hoffe nicht, dass das dann hier eine Suppe wird. Ja, vielleicht hätte man trotzdem danach es noch aufkochen müssen, damit das Wasser noch verdampft. Wir gucken mal, da ist ja Pulver drin, da sind ja Nudeln drin. Vielleicht saugen die Nudeln irgendwas auf und schauen, was das wird. Lernt von mir nicht kochen. Ich mache hier nur über. Ich mache hier Survival-Training. Das sind Lifehacks. Das sind Idiot Does Cooking. Mehr ist das nicht. Schmeiß mal wieder hier rein. Dann fropf mal alles zusammen. Da noch die Samyang drauf. Ihr habt hier eine dicke, fette Käse-Spätzle-Pfanne von Knorr Hüttenschmaus. Aber erstmal liegen lassen und ein bisschen hier aufweichen lassen, den ganzen Fraß. So, das war der hintere Topf. Da haben wir jetzt das Wasser abgegossen von den Samyang-Nudeln. Haben die jetzt hier so drin liegen. Wollen gleich mal die scharfe Soße drauf machen. Schere am Start, rotes Tütchen. Das sieht bestimmt gleich wieder richtig genial aus. Das packen wir mal hier hinten rein. Und guckt euch das jetzt an, wie das da drauf fließt, wie genial das aussieht.
Mit dem anderen Ding bin ich noch nicht zufrieden. Ich glaube, die Hitze reicht nämlich einfach gar nicht aus. Was bei den Samyang-Nudeln hier richtig genial ist, dass du die kurz da reinlegst und die dann einfach total weich werden, weil die einfach so super Nudeln sind. Bei dem anderen ist es jetzt wahrscheinlich gleich wieder kalt. Die Spätzle sind immer noch knüppelhart. Und ja, ich habe mich vertan. Normal steht auch da, dass du es auch in die Mikrowelle dann stellen kannst. Nochmal 8 Minuten, dann einmal umrühren, dann nochmal 8 Minuten. Wahrscheinlich so sehr erhitzen, dass die Brühe vielleicht auch schon wieder sich verdünnisiert. Alles ein bisschen verdampft. Aber mir jetzt egal, wie gesagt, wir experimentieren hier fernab von der Vorlage. Denn das ist Ramses Kitchen und das ist hier die Samyang-Soße. Noch den Käse drauf. Käse natürlich braucht man auch dazu. Machen wir hier auf. Das schöne Käsepulver. Das hier wird auch nochmal dick. Und wenn wir das andere dann hier drauf schütten und das alles umrühren, dann ist es zwar alles insgesamt flüssiger, als ich sonst meine Samyang-Sachen habe, aber ergibt trotzdem bestimmt einen interessanten Geschmack. Weil das ist genau das Gegenteil von dem anderen Topf. So, wunderbar. Sieht das nicht herrlich aus mit der Käsenote drauf und der Rest, ja, der Rest, den können wir ja auch nochmal zeigen. Sieht halt immer noch aus wie ein Süppé und wird dann hier irgendwann vielleicht mal anders. Lassen wir es jetzt mal 3 Jahre stehen und melden uns in 10 Tagen zurück. Gucken dann mal, wie es ausschaut. So, mittlerweile gehe ich davon aus, dass das nichts wird und einfach eine Suppe bleibt. Deswegen werde ich einfach den Topf jetzt hier nehmen und in den anderen reingießen, zu den Samyang dazu. Vielleicht wird das dann ja fester im Endeffekt, wenn man das alles einfach zusammen macht. Also bitteschön, ab dafür, wir kippen das hier rein. Die Nudeln hinterher, die Spätzle, die hier ein bisschen schon weich geworden sind. Und wenn wir dann alles rumrühren, haben wir vielleicht ein besseres Ergebnis. Komm mal raus hier. Normal hätte man das auch in eine Plastikschüssel jetzt füllen können und 8 Minuten Mikrowelle. 8 Minuten Mikrowelle. Ich kann das ganze Ding immer noch umfüllen da, dann nochmal 8 Minuten Mikrowelle machen oder was anderes. Wir gehen jetzt erstmal hier rein und wir machen jetzt hier einen Rundumschlag, dass wir das jetzt vermischen. Die Samyang-Nudeln mit den Spätzle vom Hüttenschmaus. Ihr seht schon, da tut sich was. Ich glaube, wenn ihr das jetzt stehen lasst, dann wird es auch nochmal fest und kalt. Und wenn es dann wieder erwärmt, dann wird es wieder flüssig. Das ist alles gefühlt wie eine Suppe. Aber vielleicht sollte man das auch so essen. Ich wollte es auf diesen flachen Teller drauf knallen, aber ja. Vielleicht sollte man es einfach hier raus essen, so gemischt mit der Soße, mit dem Käse, mit allem drum und dran. Es gibt ja auch viele, die ihre Tomatensauce immer auch sehr wässrig essen oder sehr wässrig mögen. Da ist also jetzt hier kein Verbrechen, wenn man sich das so anguckt. Es riecht auf jeden Fall schon nach dieser typischen Samyang-Spicy-Soße und hat gleichzeitig jetzt ja auch noch diese Käsenote nochmal oben drauf. Also ich glaube, wir müssen das in dem Topf dann lassen und probieren das gleich einfach mal aus dem Topf raus, wenn wir es nochmal ordentlich vermischt haben. Experiment auf jeden Fall fehlgeschlagen, sieht komisch aus, habe ich mir anders vorgestellt, aber kann man doch trotzdem essen und das probieren wir gleich, wie es schmeckt. So, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich war jetzt ganz fix noch im Pfennigpfeifer und habe mir jetzt einfach hier so eine bescheuerte Glasschüssel besorgt, weil ich finde, wenn das eh fast wie Suppe ist oder sonst was, kann man auch Salat nennen. Das ist mein Samyang-Nudelsalat mit Käsespätzle drin. Dann mache ich das hier in so eine Glasschüssel, da sieht das doch irgendwie viel besser aus. Was mir immer fehlt, ist eine gute Beleuchtung. Dann guckt mal, wie genial die Nudeln aussehen, wenn wir die in dieser Glasschüssel haben und wenn das richtig beleuchtet wäre. Das wollen wir jetzt mal probieren, wollen wir jetzt mal essen. Ich stelle das jetzt einfach hier unten hin, da leuchtet es mir in die Visage. Ach nee, das sieht bescheuert aus. Wir machen es weg. Wir bleiben dunkel, wir bleiben oldschool. Und wir haben jetzt hier diese Käsespätzle mit Samyang, Bulldog, Cheese. Eine ganze Schüssel voll. Und das saut bestimmt ordentlich rum. Mal gucken, wie es schmeckt. Soße ist genügend da. Akku ist nämlich auch gleich leer. So. Das riecht irgendwie richtig urig. Richtig so ein bisschen nach Speck oder irgendwas. Weil da wahrscheinlich auch so Zeugs dran ist, oder? Eierspätzle, Schmelzkäse, Dings, Zwiebeln.
notiert alles. Naja, egal, wir probieren jetzt einfach mal hier. Fühlt sich gleich wie ein verrückter Japaner. Die schlürfen und schmatzen ja auch am laufenden Band. Unglaublich genialer Geschmack. So eine große Portion, so eine tolle Portion, so eine schöne Nudelportion, noch mit Spätzle für Weihnachten, noch eine Käsenote dazu. Du merkst die Schärfe von den Samyang trotzdem durch. Ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so scharf, aber trotzdem immer noch scharf. Also wem die Samyang-Nudeln sonst an sich zu scharf sind, kombinier das ruhig mal mit anderen Sachen. Ihr könnt das gerne variieren. Der Samyang-Geschmack, der typische, bleibt trotzdem erhalten. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Ich lasse es noch ein bisschen laufen, vielleicht kann ich es noch ein bisschen zusammenschneiden. Akku ist wie gesagt auch gleich leer, aber ich möchte mich schon mal verabschieden. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und beim nächsten Mal probieren wir das Ganze mal mit den Emmentaler Macaroni. Mal gucken, wie das dann schmeckt. So, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da sind so wenig Nudeln jetzt noch drin, aber ganz viel Brühe, die man natürlich auch trinken kann oder versuchen kann zu trinken. In der Soße, in der Brühe, ist nochmal so eine krasse Käsenote drin. So, die Schüssel ist leer und das soll kein zweiter Matt Stoney sein. Weil der ernährt sich gesund, nicht so wie ich. Aber mir hat das so gut geschmeckt. Ich wollte das jetzt einfach ganz essen. Direkt. Vielleicht kriege ich es ja hin, das ganz drin zu lassen und zu verschnellern. Wenn nicht, wird es zusammengekartet. Aber ja, ich habe das jetzt so ganz gegessen und das ist wirklich mega köstlich. Und das brennt auch. Ich habe schon wieder schön den Samyang-Lippenstift da. Das brennt, das ist wuchtig, das ist käsig, das ist geschmacklich einfach eine Bombe. Probiert das auch mal, variiert eure Samyang-Gerichte mal und findet andere Geschmäcker. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses.